Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer Brother. Und das ist die erste Folge von Fatal Ones to Watch. Ja, Freunde, wie ihr seht, bin ich dieses Jahr auch dabei. Der gute Phineas hat mich eingeladen mitzumachen und da habe ich natürlich mich nicht lumpen lassen und nehme jetzt auch an diesem Fatal hier mit, am Fatal Ones to Watch, Freunde. Ich bin auf jeden Fall mega gehypt. Wir haben echt richtig starkes Teilnehmerfeld. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir wirklich weit kommen in diesem Turnier. Aber ich werde euch zu Anfang erstmal gleich alles ganz genau erklären. Des Weiteren, Freunde, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einen Daumen nach oben da lassen würdet. Es wird jetzt demnächst ein paar Fatal-Folgen geben und dann starten wir ins Turnier rein. Deshalb wäre der Support auf jeden Fall mega wichtig. Deshalb wäre es nice, wenn ihr einen Daumen da lassen könntet. Für die alle, denen Fatal gar nichts sagt, am Anfang von Fatal kriegt jeder Teilnehmer einen Spieler zugelost und das sehen wir hier in der Übersicht. Und zwar sind hier alle Teilnehmer und ihre Spieler aufgelistet. Und zwar ist dieses Fatal ein Once-to-Watch-Fatal. Das heißt, jeder hat eine Once-to-Watch-Karte bekommen. Wir haben insgesamt 8 Teilnehmer. Tizi Schubich hat den guten Mané mit 99 Pace. Viel FIFA geht mit Jovetic. Venom FIFA geht mit Higuain. No Hand Gaming geht mit Gabriel Jesus. Phineas FIFA habt Dembélé. Ich habe mir den guten Kanté ausgesucht. FIFA Goals United hat Paul Pogba und Pro Owns Renato Sanchez. Als nächstes ist es dann natürlich das Ziel, sich ein Team um diesen Once-to-Watch-Spieler aufzubauen. Und genau das werden wir machen. Jeder startet mit einem Silberteam und dann können wir uns 5 Folgen lang immer ein paar Münzen erspielen, um unser Team dann aufzuwerten. Pro Folge werden dabei 2 Spieler geupgradet. Das heißt, wir haben natürlich einen Spieler aus unserer fertigen Mannschaft schon am Start. Das ist Paul Pogba. Und dann kommen 10 weitere hinzu. Wie das Ganze abläuft, seht ihr hier auf der Grafik, Freunde. Und zwar starten wir alle natürlich mit 10 Silberspielern, machen 2 Online-Einzelspiele pro Folge und die Coins werden dann zusammen transferiert am Ende der Folge und dann können wir uns 2 Spieler aussuchen, die ihr als Community dann wählen sollt. Und zwar gibt es dann immer 2 Spielerpaare und ihr dürft euch dann für Paar A oder Paar B entscheiden. So wie ihr das hier seht, könnte ich dann zum Beispiel jetzt Dembélé und Higuain nehmen oder Gabriel Jesus und Pogba. Wir dürfen keine Coins-Transfers machen, das heißt, ich darf jetzt nicht irgendwie, wenn ich 250k zur Verfügung habe und nur Spieler im Wert von 210k nehme, sagen, die 40k nehme ich nächste Folge. Das geht nicht. SBC-Spieler dürfen wir maximal 2 nehmen, die kosten umgerechnet 100k, Freunde. Wie kommen die Coins zusammen? Und zwar kriegen wir pro Tor 30.000 Münzen, pro Tor, was wir mit unserem Once-to-Watch-Star, in dem Fall dem guten N'Golo Kanté, erzielen, 50.000 Münzen. Pro Gegentor gibt es dann auch minus 30k, Sieg durch Elfmeterschießen plus 30k, Niederlage durch Elfmeterschießen sind dann minus 30k. Und falls wir den Gegner in der ersten Halbzeit zum Rage-Quitten bringen, gibt es nochmal plus 100k und Rage-Quit in der zweiten Halbzeit dann plus 50k und Rage-Quit in der Verlängerung nochmal plus 30k. Damit hätten wir die Regeln dann auch schon wieder abgeklärt, Freunde. Und ich kann euch damit mein Team zeigen. Und zwar ist es genau das hier. Oh, N'Golo Kanté. Wir starten natürlich wie jeder Teilnehmer auch mit einem kompletten Silberteam. Ich habe hier ein kleines Hybrid-Team gebaut mit der MLS noch drin. Wir starten natürlich hier im Mittelfeld bei unserem Once-to-Watch-Star mit N'Golo Kanté, Freunde. Und das Geile ist natürlich, dass während das Fatal-Turnier geht, die Spieler ja auch noch fleißig weiter Informs sammeln können. Das heißt, wenn Kanté, natürlich jetzt im Idealfall, wenn wir Glück haben, in 2 Wochen richtig heftige Spiele hinlegt und eine Inform bekommt, wird unsere Karte ja auch geupgradet. Ich würde sagen, wir starten aber mal chronologisch von unten. Mit dem Keeper habe ich mich für Clark entschieden. Innenverteidigung richtig OP mit Bessler und Opara. Dann haben wir eine Rechtsverteidigung Odubayu. Da sind wir dann in die Premier League gegangen. Hier haben wir Daniels auf der Linksverteidigerposition. Und dann im Mittelfeld Arthur, N'Golo Kanté und den guten Leadbitter. Hier habe ich mich wieder dafür entschieden, dass wir einen defensiven 6 haben mit natürlich Kanté und dann 2, die so, ja, mehr oder weniger Allrounder sind und überall herrennen. Ihr kennt sie ja aus meinen Foot Champions Teams. Ich liebe diese Formation 4-3-2-1, die möchte ich auch gerne bis zum Ende benutzen. Und im Sturm haben wir dann Sobi Man of the Match, Ian Nacho, richtig overpowertes Silberbeast von Manchester City, hat jetzt auch eine Gold-Upgrade-Karte bekommen. Und rechts vorne den guten Matt Phillips. Auch eine richtig, richtig geile Karte in Silber in Form. Der hat mich auch ein bisschen was gekostet.
kostet. Aber natürlich soll es bei diesem Team nicht bleiben. Wir wollen uns richtig, richtig geile Spieler hier leisten können und uns dann ein wirklich starkes Team für das letztendliche Turnier dann am Ende bauen. 8 Teilnehmer, es geht dann natürlich im Viertelfinale direkt los. Das heißt, only K.O.-Phase. Und dafür brauchen wir ein absolut starkes Team. Und genau deshalb würde ich sagen, starten wir jetzt auch rein ins erste Spiel. Let's go. Schauen wir mal, was wir für einen Gegner als erstes bekommen. So, der erste Gegner ist gefunden und wir nehmen natürlich dann auch die Chelsea-Trikots von unserem Once-to-Watch-Star Kanté. Und dann schauen wir mal, was der Gegner für ein Team hat. Ein komplettes Gold-Franzosen-Team, auch mit N'Golo Kanté am Start. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr schwerer Gegner zu Anfang, wenn wir hier mit unserem Silberteam rumdümpeln. Und wir starten direkt rein mit Iheanacho. Der kann sich hier durchsetzen. In die Mitte kommt Kanté und den kann der Gegner halten. Das wäre beinahe der perfekte Start gewesen mit einem Tor unseres Once-to-Watch-Stars. Iheanacho, Phillips, jetzt kommt er nicht mal da hinten raus. Phillips und jetzt Daniels. Und wir kriegen den Ball nicht ins Tor. Unglaublich, es sind 16 Minuten gespielt und wir haben schon 7:0 Torschüsse. Aber der Ball will einfach nicht ins Tor. So, jetzt nochmal Kanté, vielleicht mitten im Longshot. Oh, sehr schöner Ball, jetzt komm schon, der ist perfekt durchgesteckt und wir führen jetzt endlich. Ich dachte schon, 1:0 durch Phillips, das ist so überfällig. Ich weiß nicht, was wir da gemacht haben in den ersten 25 Minuten. Ich hatte so viele Chancen, aber kein Tor. Und jetzt ein bisschen Glück gehabt, aber Phillips macht dann das 1:0. Sehr schönes Ding. Und jetzt hat Kanté richtig viel Platz und Kanté macht das 2:0. Und das sind 50.000 Coins, die wir durch das Tor unseres Once-to-Watch-Star hier bekommen. Richtig geil, Mann. Oh, kein Abseits, glaube ich. Nein, war es nicht. 3:0. Endlich auch das Tor in der zweiten Halbzeit. Und damit endet die Partie. Dann 3:0. Bisschen ärgerlich. Hätte viel höher ausgehen müssen. Am Ende gibt es ein 3:0 und damit rechnen wir dann die Coins zusammen. Und zwar gibt es ja für jedes Tor, was wir normal geschossen haben, 30.000 Münzen. Das heißt, das sind zusammen addiert schon mal 60.000 und dann haben wir noch ein Tor durch N'Golo Kanté gemacht. Unseren Once-to-Watch-Star, so kriegen wir auch nochmal 50.000 dazu. Das heißt, wir haben durch das erste Spiel 110.000 Münzen erspielt. Okay, der zweite und letzte Gegner für diese Episode ist gefunden. Auch er hat ein Goldteam, was natürlich nicht gut für uns ist. Ein Liga Santander-Team komplett. Es sind ein paar richtig gute Spieler dabei. Nani ist nice, Ben Yedda auch eine richtig overpowerte Karte. Also leicht wird das auch nicht. Aber die Kombination sitzen. Iheanacho legt ihn rüber zu Phillips und dann führen wir nach 3 Minuten 1:0. Sehr wichtig, Freunde. Oh, gut, dass wir nach 3 Minuten direkt führen. Vielleicht kriegen wir den Gegner auch zum Rage quitten. Das wird nochmal extra Coins bringen. Das wäre auf jeden Fall richtig nice. Oh, was eine Kombination. Oh, Phillips, Iheanacho und das ist das 2:0. Let's go. Oh, perfekter Ball. Okay, Freunde, ich glaube, unser Gegner ist gerade irgendwie AFK. Zumindest macht er nichts mehr. Keine Ahnung, was da los ist. Ich versuche jetzt einfach noch ein Tor zu erzielen. Vielleicht quittet er dann gleich. Okay, Iheanacho macht das 3:0. Aber warum quittet mein Gegner nicht? What the fuck? Der ist AFK, überspringt auch hier die Sachen. Aber spielt einfach nicht mehr. Und wir führen 4:0. Okay, wir machen das 5:0. Spannung pur. Okay, Freunde, das Spiel ist vorbei und ich habe die Zeit jetzt einfach runterlaufen lassen, weil mein Gegner einfach AFK war. Die ganze Zeit, guckt euch an, in der zweiten Halbzeit hatte nur er den Ball, weil ich nichts gemacht habe und er auch nicht. Weil ich hätte jetzt hier auch irgendwie 11 oder 12 oder noch mehr Tore schießen können. Aber ich denke mal, das hätte das Fatal einfach so ein bisschen verfälscht. Dann hätte ich mir jetzt hier direkt, weiß ich nicht, irgendwelche Totis oder so kaufen können. Ich habe das dann am Ende so gewertet, dass ich in der ersten Halbzeit dann auch nach dem 5:0 selber aufgehört habe zu spielen. Und das dann einfach als Rage Quit gewertet. Das heißt, wir bekommen 5 Tore, davon hat keins Kanté gemacht. Plus den Rage Quit in der ersten Halbzeit. Und das sind, wenn ich mich nicht verzählt habe, zusammen dann 250.000 Münzen. Das ist immer noch eine gute Zahl und dann brauchen wir den ja auch nicht 13-14-0 abschießen, denn das hätte nicht sein gemusst. Ich habe mich jetzt auch mal ein bisschen in der Facebook-Gruppe umgehört von Fatal und da haben mir auch ein, zwei Leute dazu geraten, ja komm, lass es einfach dabei und sag dann,
oder werte das dann als einen Rage-Quit, weil das hätte jetzt keinen Sinn gemacht und wäre auch scheiße zum Angucken gewesen, hätte ich den jetzt hier 13-0 oder 14-0 abgezogen. Kommen wir zur Auswertung dieser Folge. Und zwar haben wir das erste Spiel ja 13-0 gewonnen. Bei dem hat unser Shooting-Star oder unser Wants-to-Watch-Star Kante auch ein Tor gemacht. Das heißt, die zwei Tore, die die anderen Spieler gemacht haben, 30.000 Münzen plus das Tor von Kante, sind insgesamt 110.000 Münzen, die wir für das erste Spiel bekommen haben. Und dann kriegen wir noch 5 Tore aus dem zweiten Spiel. Das sind 150.000 Münzen plus die 100k für den Rage Quit bzw. für das AFK gehen. In der ersten Halbzeit sind 250.000, also kriegen wir insgesamt 360.000 Münzen für die zweite Episode, wo wir dann uns zwei neue Spieler holen können. Und dort habe ich jetzt gleich zwei Paare zur Auswahl, wo ihr euch in den Kommentaren dafür entscheiden müsst, welchen beiden Spieler wir dann in der nächsten Episode in unser Fatal Team mit aufnehmen werden. Okay, kommen wir abschließend also zu den Paaren, die ich euch zur Auswahl stelle. Das heißt, ihr könnt euch jetzt entscheiden. Das Ganze macht ihr bitte, indem ihr einen Kommentar mit entweder Paar 1 oder Paar 2 reinschreibt. Und zwar das erste Paar, was ich euch zur Verfügung stelle oder zur Auswahl stelle, ist einmal im Sturm Luis Suarez als Squad-Building-Challenge-Karte. Die kosten ja dann umgerechnet sozusagen 100.000 Coins. Und als Rechtsaußen den Inform William, der kostet ungefähr 180k. Also liegen wir damit echt gut im Budget. Und die zweite Variante, die ihr euch aussuchen könnt, ist der SBC Ibrahimovic, beziehungsweise der Player of the Month Ibrahimovic und der Inform Mkhitaryan, Freunde. Deshalb schreibt euer Paar, was ihr gerne sehen wollt, in die Kommentare. Ansonsten war's das von der ersten Fatal-Episode mit mir. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wir sehen uns bei der zweiten Folge. Schreibt unbedingt einen Kommentar und lasst auch gerne einen Daumen da, falls ihr richtig gehypt auf das Fatal-Projekt seid, genauso wie ich. Ich hab da mega Bock drauf und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut und ciao.